Hallo und herzlich willkommen hier zu meiner Folge hier bei Platz 19 auf dem Hoffentlichen Marsch. Ich habe unseren Fahrzeug gefunden, Tech Blocking, das ist unser Heuwender. Der muss nur eine Richtung fahren. Da versuchen wir mal jetzt per Hand einzugreifen, das heißt hier schubsen mal ein bisschen. Wenn das nicht klappen sollte, müssen wir das mal ganz kurz. Anders einschalten, ne? Weil normalerweise, ja, macht er richtig die Bahn, ne? Da muss er gleich im anderen Feld fahren. Das heißt, wir werden mal kurz einspringen. Auf Feld 2 können wir ganz kurz gucken. Das ist jetzt hier gesehen Kalk, ja, Kraftstoff, Fahrzeugabnutzung, KI-Hilfskräfte, Eintrag 0, Gesamtkosten. Bis jetzt Bodenproben. Ach so, okay. Das war für die Zukunft. Statistikmäßig. Ist ja mal interessant. Wir gehen mal jetzt wieder auf Fahrzeuge. Das ist Arion. Muss ich überlegen. Ich habe bestimmt hier irgendwas gefahren. Ja, und dann ist er gleich am Ende und dann können wir gleich mal sehen, dass der Ausfeld im Rot 25 das gleiche macht, ne? Der Arion. Muss ich mal ganz kurz gucken, was der da gemacht hat. Also Düngerstreuer, okay. Düngerstreuer, nachdem wir hier das ja, Ballen pressen. Dann müssen wir gleich Ballen pressen. Das ist ja das nächste, ne? Die brauchen ja Heu. Oder wir sammeln für Sammelwagen. Meldet der Regen. Bewirkt hat angesagt, ne? Alt S. Also wettermäßig ist jetzt richtig. Trocken. Okay. Heute, Montag bis Mittwoch dürften wir das weg haben. Denn sonst wäre es ja hier für Heu schlecht, wenn Regen kommen würde. Also Regen wäre jetzt ganz schlecht. Also die kleinen Felder würde ich erstmal lassen. Wahrscheinlich werde ich das irgendwann zusammenlegen mit 44. Wahrscheinlich. Also ich würde da noch nicht ganz festlegen. Weil ich eher ein Freund bin von Kaufen von neuen Feldern, größeren Feldern. Das macht dann meistens eher Sinn, weil... Ja, weil die haben halt haben, ne? Klar würde das die Arbeit ersparen, wenn wir das gleich zusammenlegen würden. Aber ich glaube, das ja nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Geht auch darum, dass ich es schaffe. Weil 44 kommt, da war ja Abs drauf, da kommt Getreide drauf. Also Weizen oder Gerste, eins von beiden, das sind die Hauptsorten, die ich anbauen werde. Die Brauerei braucht immer Weizen und Gerste. Die Malzfabrik braucht Weizen und Gerste. Geht nicht anders. Und so Saatgut können wir was anderes machen, aber. Wie gesagt, wir müssen mal in erster Linie Geld verdienen, damit wir das überhaupt leisten können. Ne? Denn das, was uns Geld bringt, ist ja die Brauerei und die Milchfabrik und später die Zuckerfabrik. Toilettenpapier, Kartons, Paletten, das ist ja mehr zur Produktion her, so wir brauchen wir. Ne? Papier brauchen wir nicht für Produktion, da können wir verkaufen. Aber die stellen auch gerade was her, da haben wir gerade wieder Wasser gekriegt. Dann müsst ihr den Arion erstmal ein bisschen wegfahren. So. Dann muss ich gleich hier noch einen Kurs einprogrammieren für Kursplay. Schwatten. So. Und den muss ich speichern. Den alten muss ich löschen. Kursgenerierung, Feld Nummer 25. Ein Vorgewende 14,8. Zurück. Schwatten. Feld 25. 15 Meter. Es sind zwar 14,8, aber das ist in dem Fall egal.
Weil hier 7% ist eh bis weniger und einstellen. Schnell Platz machen hier und unser Düngersteuer mal kurz wegnehmen. Wir müssten hier auch noch Bodenproben nehmen. Und na gut, zum Anfang ist das ganz schön heftig. Ne? Also ich stelle mal hier vorne ab. So, dann brauchen wir ein Fahrzeug. Hof. Der kann Ballen pressen. Den stellen wir vorher auf Pflegebereifung, auf normale Bereifung. Zwillinge, naja. Der kann auch mit Zwillinge arbeiten, das ist nicht auch tragisch. Gewicht, Traktor, das passt. Tank ist auch noch recht voll. Dann eine Ballenpresse wird reichen. Dazu werden wir mal gleich mal mit Outreif probieren. Und zwar geht es darum, hier werden wir groß laden. Schwatten fällt Nummer 24. Fertig. Und hier fällt Nummer 24. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich probiere es mal einfach mal. Unendlich und übergeben. Mal gucken, ob er das hinkriegt. Kurs ist programmiert. So. Wir müssen Arbeitsmodus, Feldmodus nehmen. Sonst war das nichts. Im Prinzip her. So, deswegen sind die Fahrzeuge in meiner Garage oder aufgeräumt. Meistens. Und das hier gefällt mir auch nicht, dass er hier lang fahren will. Das muss ich noch irgendwas ändern. Entweder Gebäude mal versetzen und neu bauen. So, okay, das kann ich mal nehmen. Wir gehen auf Feld Nummer 50 und nehmen weiterhin Bodenproben. So. Der versinkt im Boden. Ist jetzt Absicht. So. Die müssen wir noch etliche Proben machen. F1. Ja, wir haben 14 Proben fertig. Hüpf böse, böse, böse hüpfen. Nur erkennen, was ein Bonus ist, ne? Zack. Wieder raus. Das finde ich so. Na gut. Spätestens dann, wenn wir es einmal gemacht haben, dann ist es eigentlich auch. Also für den Bodentyp an sich, in höchstens den Düngestatus. Also, diese Kalk fehlt, diese Detaten, das fehlt. Müsste später ausreichend sein, um eine Probe nehmen, ne? Theoretisch. Oder praktisch. Das ist eine Frage der Programmierung. Locking. Das Wasserfahrzeug müsste eigentlich erledigt sein. Also voll. Müssen wir mal Gelegenheit mit Ordner versuchen, dass er automatisch die Station abfährt. Zum
Beispiel Zucker und Brauerei, Malzfabrik. Und wenn irgendwo voll ist, zum nächsten anfährt. Das sollte irgendwie auch funktionieren, hm? Irgendwann mal beschäftigen. Angekommen ist er, muss man auch Ballen pressen, ne? Gras, 1%. Er fährt jedenfalls. Dann weiß ich nicht genau, ob der Punkt, wo ich da programmiert habe, das zurechtkommt, ne? Das weiß ich jetzt nicht genau. Und noch fährt er. Hat sich bei Wert Gras noch nichts geändert. Sobald er Heu presst, müsste Gras bald weg sein und Heu da erscheinen. Das hat sich um einen Wert verändert. 0,3. Keine Arbeit, ne? Aber gut. Vielleicht gibt es ja bald einen Mod, der das automatisch machen lässt. Weil in vielen Fällen macht das Sinn, ne? Ich mache nur 10 km/h. Null. Ich müsste bald kommen, Blocking. So. Ja, Blocking. Wir machen hier mal fertig, hier was. Wie wir Gras machen können. Ich dachte schon 17, naja, 12 ist ein bisschen kurz. Kommen wir auch nicht weiter, ne? Ich fühle mich ein bisschen gehetzt von den ganzen Bodenproben nehmen. Aber das kommt eigentlich zur rechten Zeit, weil die Aussaat beginnt ja mit Ali mit Raps. Raps wäre eigentlich Feld Nummer 1, Feld Nummer 2 und 3. Rein theoretisch vorgesehen. 1 und 2 haben wir schon Bodenproben, jedenfalls ganz grob. Und das andere kriegen wir auch hin. Hier kommt der Gras rein. Habe ich mir jetzt kurz dafür entschieden. Bin ja eigentlich immer für flexible ich lege mich grundsätzlich nicht komplett fest. Veränderungen müssen auch angepasst werden und darum. Das geht ja um die Bodenfruchtfolge, ne? Und um das hinzukriegen, verwende ich auch Gras als Bodenfruchtart. Um so ein bisschen die Erträge zu maximieren. Demnächst will ich ja noch mehrere Felder kaufen. Aber das klappt erst, wenn wir entsprechend genügend Geld haben. Und viel wichtiger, wir müssen immer was verkaufen, ne? Dann kriegen wir das Geld. Bier und so, das wird ab bald ganz gut. Was auch ganz gut läuft, ist unsere Milchprodukte. Da. Unsere Kühe liefern ganz gute Milch. Also viel. Und die ersten Milchlieferungen kommen aus Thüringen ab und zu mal. Das geht ganz gut. Was mir hier fehlt, ist die Zeit. Aber man darf nicht vergessen, man ist alleine auf der Karte und wir haben zwar KI-Fahrzeuge wie jetzt Outdrive und Horseplay,
aber die denken halt nicht selbstständig, ne? Also da kommen jetzt keine Vorschläge, was sie jetzt machen könnten, um das, um meine Blockade zu beenden. Aber das ist halt so, ne? Sei mir froh, dass es noch nicht so ganz komplett automatisch geht. Dann würde es noch viel mehr Arbeitslose geben. Wenn alles vollautomatisch gehen würde, das wäre gar nicht so gut. Aber darauf steuern wir hin. Das wollen sie ganz gerne. Das ist im Grunde gar nicht gut. Als Science-Fiction-Film ist ja schon gang und gäbe. Aber dann brauchst du aber auch ein Gleichgewicht für sinnvolle andere Aufgaben, kann man sagen, ne? Und eine gerechte Entlohnung dafür. Denn du willst ja auch selber verwirklichen, das heißt, nicht nur zu Hause sitzen, ne? Ja, Feld 50 ist schon groß, das ist schon Haufen Arbeit. Da wo die Rapsfelder sind oder waren, da ist ja noch ein bisschen Zeit. Da kommt der erst Mitte Herbst. 3 und 4 glaube ich, da wird dann los mit Getreide aussehen. Wintergetreide. Was nun besser ist, ja, kann ich nicht beurteilen. Ich bin ja der Meinung, dass im Winter aussehen besser ist, weil dann das Getreide mehr Zeit hat zum Wurzeln zu bilden und somit in tieferen Wasserquellen anschließen kann. Nur einmal noch, dann muss es reichen. Ich weiß nicht genau, ob das irgendwie mal so haben wir gehebt. Und jetzt schicken wir mal die Proben weg. Und jetzt geht es zum 50. Die 49 haben wir auch gekauft, da Sonnenblumen drauf. Das reif? Nö. War noch nicht reif. Gut, aber Bescheid weiß, also Sonnenblumen. Okay, die 54 müssten wir jetzt die 3 angucken und dazu schicken wir mal auf Feld 3. So, ein ganzes Ergebnis abwarten hier für Feld 53. 50 und dann gut. Ich habe ihn jetzt ersten Wegpunkt, na gut, passenden Wegpunkt, na gut. Müssen mal gucken, ob er auch den richtigen Kurs findet. Anscheinend er hat ja fast nichts gemacht. Muss ich mal anfangen, ne? Der Bruder. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Die Folgen immer länger. Stell dir mal so fest, die sind so beschäftigt. Ja, dann sagen wir tschüss, ciao, ciao. Dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Fleißig liken, kommentieren. Immer wichtig. Und weiß ich ja nie. Immer danke dafür. Ja, morgen geht's hier weiter. Auf Feld 3 Bodenprobe nehmen und Feld Nummer 53, sobald ich die Ergebnisse weiß, geht das los mit Gras aussehen. Dann sagt mal tschüss, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Vielleicht morgen. Tschüss, ich würde mich freuen.